Verzweiflung. Von verlassen werden geprägtes Leben. Hoffnungslosigkeit. Ich kann jetzt nicht mehr, ich muss kurz. Zwei Menschen in Österreich, die unabhängig voneinander verzweifelt nach einem Ausweg aus ihrer langwierigen Leidensgeschichte suchen. Beschwerden sind hier zur Dauerplage geworden. Ein Leben ohne Pillen ist nicht mehr möglich. Die Schulmedizin ist bei ihnen schon längst an ihre Grenzen gekommen. Und diese Menschen wurden sich selbst überlassen. Wenn sie mich da jetzt nicht rausholt, dann bringen die mich um. Ihr Alltag wird beherrscht von Isolation und Panik. Es ist auch keiner da, der mir hilft. Um endlich wieder am Leben teilnehmen zu können, bleibt diesen beiden nur noch eine letzte Chance. Weil so kann es nicht weitergehen. Sie begeben sich zu einem Team der renommiertesten Therapeuten und Lebensberatern und machen sich mit ihnen auf die Suche nach den wahren Ursachen ihrer Krankheiten. Verzeihen kann ich es vielleicht, aber vergessen will ich es nicht. Um wieder gesund zu werden, lassen sie sich auf völlig neue Therapieformen ein. Masturbation, du bist nicht der erste Klient, der mir das empfiehlt, ja. Es ist ein Experiment, das sie immer wieder an ihre Grenzen bringt. Bitte aufhören. Boah, das knallt. Doch aufgeben ist für sie keine Option. Also, dass sie überhaupt hier so sitzen mit der Geschichte, das ist überhaupt ein Wunder. Also, das schaffen sie ja irgendwie. Ein Stehaufmännchen, ein Geborenes noch dazu. Ihr Wunsch nach einem glücklichen Leben wird zu ihrer bisher größten Herausforderung. In Weinitzen bei Graz lebt die 63-jährige Pensionistin Roswitha Jarz. Ihre Tage verbringt sie einsam, traurig und ohne jegliche Perspektive. Ich lebe, weil meine Zeit anscheinend von oben noch nicht abgelaufen ist. Suizid ist eine Sache des Mutes vielleicht. Ein verzweifelter Aufschrei nach Aufmerksamkeit brachte nicht den gewünschten Erfolg. Ich weiß nicht, irgendwie sind mir damals die Sicherungen durchgebrannt. Ich habe ins Apothekerkastel gegriffen und geschluckt, was drinnen war. Es hat mir ja keiner gefragt, warum. Die Pensionistin leidet an schwerer Schlaflosigkeit. Tabletten konnten ihr hierbei auch nicht helfen. Im Jahr 2005 habe ich mir das dann einmal diagnostizieren lassen, wobei herausgekommen ist, dass ich keinerlei Tiefschlafphasen habe, nur im Dämmerschlaf bin und meine Wachphasen um das Doppelte höher sind, als es im Normalfall sein sollte. Dass sie überhaupt noch lebt, ist medizinisch gesehen ein Wunder. Zum körperlichen Leiden gesellt sich noch ein seelisches. Roswitha verkraftet nicht, zu ihrer einzigen Tochter Verena keinen Kontakt mehr zu haben, obwohl das früher anscheinend ganz anders war. Es war bis zu ihrer Pubertät ein wunderschönes, für mich zumindest wunderschönes Familienleben. Ich vermisse sie oft. Doch dass sie urplötzlich und ihrer Meinung nach grundlos von ihren liebsten und engsten Menschen verlassen und aus ihrem Leben verbannt wurde, versteht sie bis heute nicht. Wie die Verena und die Mama ausgezogen sind, dann mussten die Ärzte kommen, weil ich überhaupt keine Luft mehr bekommen habe und glaubt habe, ich muss ersticken. Für die Grazerin ist Familie schon immer wichtig gewesen. Doch ausleben konnte sie dieses Bedürfnis nach Geborgenheit nie. Umso größer ist das Bedauern über die nicht genutzte Lebenszeit. Wir hätten ein so schönes Leben haben können. Um den schmerzlichen Erinnerungen und der Einsamkeit zu entfliehen, musste sie endlich irgendetwas verändern. Im Jahr 2008 habe ich dann den Entschluss gefasst, das Haus zu verkaufen.
Im Zuge ihres Wunsches, das große Haus zu verkaufen, in dem sie mit ihrer Mutter und Tochter lebte, hat sie sich folgenschwere Probleme eingeheimst. Beim vermeintlichen Interessenten handelt es sich nämlich um einen Betrüger. Der Verkauf jedoch schien anfangs reibungslos über die Bühne zu gehen. Wenn ich heute drüber nachdenke, müsste das einem suspekt vorkommen. Anstatt Geld vom Käufer zu erhalten, hat sie ihm auf seine Bitte hin 100.000 Euro geliehen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass an der Geschichte irgendetwas faul sein könnte. Diese Unachtsamkeit musste sie teuer bezahlen. Bin dann mit einem Kopf von 100.000 Euro in kleinen Scheinen nach Holland gefahren, mit allen Kaufverträgen etc. Das Geld war dann durch eine blöde Situation dort weg. Er ist mit dem Koffer einfach abgehauen. Und für mich bleiben so hin 100.000 Euro Schulden, die ich noch sicher bis zu meinem 73. Lebensjahr monatlich zurückzahlen muss. Selbst in dieser schweren Situation war niemand da, der sie hätte aufbauen oder in den Arm nehmen können. Mal wieder stand sie mit allem alleine da. Das Vertrauen in die Menschen hat sie seither verloren. Die 63-Jährige hat sich aus Angst vor weiteren schmerzhaften Erfahrungen komplett zurückgezogen. Bevor ich hinausgehe, wird einmal ganz vorsichtig das Tor aufgemacht. Ob jetzt ja niemand draußen steht, der mich kennt oder aus der Nachbarschaft, der mich was fragen könnte. Jetzt ist es ein Schutz. Und manchmal kommt mir mal vor, so wie ein goldener Käfig. Ich habe zwar alles da rundherum, aber ich habe eigentlich gar nichts. Ein von Verlassenwerden geprägtes Leben. Keine Mutter, keine Tochter. Die vereinsamte Frau möchte endlich wieder ein Mitglied der Gesellschaft werden. Ohne Panik vor fremden Menschen. Endlich richtig schlafen können. Und vor allem ihre geliebte Mutter und Tochter regelmäßig sehen dürfen. Ich setze so große Hoffnung, dass mir die Therapeuten helfen und zeigen können, wo die Knoten meines Lebens zu lösen sind und dass ich dann wieder ein ganz normales, zufriedenes und vor allem erträgliches Leben führen kann, weil so kann es nicht weitergehen. Und Sie sind es, die Menschen wie Roswitha Chance auf Heilung bieten. Rita Fasel, ihr Spezialgebiet ist die Iris-Diagnostik. Sie blickt ihren Klienten tief in die Augen und erkennt so Krankheiten und Fehlfunktionen von Organen sowie deren seelische Ursachen. Eva Maria Morokuti ist die Begründerin der universellen Systemkinesiologie und Buchautorin. Sie tritt in einen Dialog mit dem Unterbewusstsein ihrer Klienten, um diese von psychischen und physischen Problemen dauerhaft zu befreien. Julia Asante ist neben ihrer Lehrtätigkeit an renommierten Universitäten ein weltweit anerkanntes und wissenschaftlich geprüftes hellsichtiges Medium. Als Spezialistin für die Kommunikation mit Verstorbenen hat sie darüber auch ein preisgekröntes Buch geschrieben und gibt dazu Kurse in Österreich. Andrea Buchholz deckt alle Aspekte der Sterne ab. Die erfahrene Medienastrologin und Autorin zahlreicher Bücher verhilft ihren Klienten über den Blick in ihr Horoskop zu neuen Erkenntnissen. Daniel Berell ist ebenfalls Astrologe. Mit seinen treffsicheren Beratungen überzeugt er auch seine vielen prominenten Klienten wie Ruth Maria Kubitschek oder André Heller. Paul Skorpen ist Geistheiler und war enger Schüler eines der begnadetsten Heilers unserer Zeit, Daskalos. Durch Handauflegen lässt er das Göttliche durch sich heilen und gibt in Seminaren diese effektive Heilmethode weiter. Und Rüdiger Dahlke, der internationale Bestsellerautor, ist Allgemeinmediziner und Psychotherapeut und gilt als einer der bekanntesten Visionäre der Alternativmedizin. Gamlet, ein idyllischer Ort in der Südsteiermark.
umgeben von Weinbergen und sanften Hügeln. Weshalb die Gegend auch die steirische Toskana genannt wird. Einen Steinwurf entfernt liegt das Zentrum Tamangar. Das Gesundheitsressort und Seminarzentrum wurde 2012 von Dr. Rüdiger Dahlke und Rita Fasel eröffnet. Sowohl im Namen wie auch in seinem Inneren findet sich ein starker Bezug zu Indonesien, das für beide eine Zeit lang zur zweiten Heimat geworden ist. Der balinesische Begriff Taman bedeutet Garten. Ga steht für Gamlets. Hier wird das mehrtägige Experiment Meine letzte Chance stattfinden. An einem sonnigen Morgen kommt Roswitha in Tamangar an. Bevor sie in der Rezeption eincheckt, fasst sie ihre Freude über ihre Teilnahme bei Meine letzte Chance in Worte. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich hier sein darf. Und ich möchte diese Woche die Chance nutzen, mit den Experten, Therapeuten mein Leben zu verändern. Kurze Zeit später findet sich auch ein Teil des Therapeutenteams exklusiv für dieses Projekt wieder im Zentrum zusammen, um den Ablauf zu besprechen. Das hellsichtige und wissenschaftlich geprüfte Medium Julia Asante möchte sich als erste Roswitha widmen. Zuerst will sich die gebürtige Amerikanerin Roswithas Körper anschauen. Mit ihrem geistigen Auge wird sie einen Körperscan durchführen. Julia wählt dafür einen Platz im Freien. Das Medium geht dabei jedes einzelne Organ durch und findet zunächst Auffälligkeiten in Roswithas Entgiftungsorgan. Hattest du Antidepressiv-Medikamenten genommen? Ja. Weil ich sehe das in dein Leber eigentlich. Es gibt nicht, dass dein Leber krank ist, ich meine das nicht, aber es hat diese Substanz oder nicht gelb, aber weiß in dein Leber. Das bedeutet, das hat eine Reaktion gegen etwas, das nicht natürlich ist. Okay? Als sie mit dem Scan fortfährt, lokalisiert sie einen Schmerzpunkt an ihrem Rücken und einen etwas heftigeren in Roswithas Leistengegend. Hier tief in. Darf ich? Bitte. Du willst das nicht besonders magen? Ja. Geht das? Wunderbar. Viel Spaß hier in Tamangar, nein? Immer Spaß. Zuerst war ich sehr, sehr skeptisch, aber ich fühle mich fantastisch. Ich habe in der linken Hüfte seit Wochen Schmerzen gehabt. Wahrscheinlich hat man es eh gemerkt, wie ich immer daher humple. Und die Julia hat einen Punkt in meiner linken Leiste gedrückt. Und ich bin seit fast 3 Stunden schmerzfrei. Das ist ganz, ganz toll. Am anderen Ende von Graz lebt der erfolgreiche Musikproduzent Garno Tresch. Seine größten Erfolge feierte der Musiker mit der erfolgreichen Band Erste allgemeine Verunsicherung. Durch einen tragischen Vorfall in der psychiatrischen Anstalt änderte sich sein Leben schlagartig, was dazu führte, dass er seit 7 Jahren den Umkreis von 30 Metern um seine Wohnung nicht überschreiten kann, ohne in Ohnmacht zu fallen. Ja, begonnen hat die ganze Geschichte vor 14 Jahren, im Jahr 2003. Da habe ich Probleme gekriegt beim Autofahren, wenn ich im Stau gestanden bin. Dass die Empfehlung seines Arztes, sich in die geschlossene Anstalt einweisen zu lassen, verheerende Folgen für sein Leben haben sollte, war ihm zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise bewusst. Das war die Hölle. Das war dann wirklich die Hölle. Das war also eine der dümmsten Entscheidungen meines Lebens. Denn dem Musiker standen die furchtbarsten Wochen seines Lebens bevor. Man wird in so einer Anstalt entmündigt. Ich hab dort Demütigungen erfahren, die waren irre. Also die waren wirklich massiv. Das, ja, boah. Scheiße. Ja. Allein. Ich kann jetzt nicht mehr, muss kurz.
Fahrer. Für Gernot Resch sind das immer noch schmerzhafte Erinnerungen. Gerade dort, wo er sich Hilfe erhofft hatte, wurde er menschenunwürdig behandelt. Naja, ein Neurologe hat mir empfohlen, dorthin zu gehen, und der hat das vorbereitet. Ne? Und ich bin dann halt dorthin gegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, dann nimmst du halt ein Medikament und die Geschichte wird wieder, es wird alles wieder gut. Ne? Dem war nicht so. Gleich in der ersten Nacht bekam Gernot Resch, ohne vorher überhaupt mit einem Arzt gesprochen zu haben, einen Medikamentencocktail. Die Folge? Halluzinationen. Ich habe halluziniert. Es gab ganz, ganz schlimme Bilder von irgendwelchen Figuren, die aus der Wand herausgekommen sind. Es hat sich alles gedreht. Es hat sich so angefühlt, als würde ich in ein Loch hineinfallen, also wäre ich im freien Fall. Und ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe mich sogar angeludelt, weil selbst das konnte ich nicht mehr halten. Und es hat ewig gedauert. Es war ein Horrortrip, der wirklich, wirklich unfassbar war. Allein das Reden über die schrecklichen Erfahrungen in der geschlossenen Anstalt setzt ihm zu. Denn der Albtraum erreicht seinen Höhepunkt, als am nächsten Morgen der zuständige Arzt in Begleitung mehrerer Personen zur Visite kommt. Mit einer Horde junger Mädchen, mit der Psychologiestudentinnen, die haben sich alle um ein Bett herum aufgestellt, nicht? Und der Herr Primarius stand da wie ein Pfau und meinte, und das ist unser Agoraphobiker, man beachte und erzählt, während ich da lieg, anbrunst, nicht? Von oben bis unten. Die Mädels sind dort gestanden, haben sich die Nase gerümpft, haben sie weggedreht. Das war eine Demütigung. Es war einfach unfassbar. Ja? Ich lag da, der steht da und redet und erklärt und die alle. Es ist unfassbar. Ja? Für den behandelnden Arzt war sein nächtlicher Horrortrip nicht der Rede wert. Der eigentliche Grund seines Aufenthalts schien weiterhin keinen zu interessieren. Ich habe erzählt, was mit da geschehen ist. Die haben in keinster Weise darauf reagiert. Was reagiert hat, war mein Körper, weil ich habe dann durch diese Anstrengung wahrscheinlich einen Gichtanfall gekriegt. Das Resultat war, dass man ihm ein gefährliches Medikament verabreichen musste. Das heißt Vioxx, das mittlerweile wegen seiner tödlichen Nebenwirkungen vom Markt genommen wurde. Daraus wiederum resultierten Herzrhythmusstörungen, eine Magenkolik und viele weitere Tabletten. Nach einer Woche Aufenthalt auf der Psychiatrie habe ich 10 Medikamente auf meinem Nachtkastel liegen gehabt. Also ich bin quasi als gesunder Mensch mit Angst im Stau dorthin gegangen und bin als schwerkranker Mensch aus dem Krankenhaus wieder rausgegangen. Und das auch nur deswegen, weil mich meine Hausärztin besucht hat. Die hat den Krankenzettel in die Hand genommen, hat einen Schrei losgelassen, ist ins Dienstzimmer gelaufen und hat dort gefragt, ob es deppert worden sind. Ist zu mir ins Zimmer gegangen und gesagt, Gernot, pack deine Sachen, ich nehme die mit, bevor die Trotteln da umbringen. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen. Letztendlich haben diese Panikattacken und die daraus resultierenden Fehlmedikationen zu einem geführt, dass sich seine Welt komplett verändert hat und ihrem sozialen Leben nicht mehr teilnehmen kann. Die Krankheit fesselt ihn an seine vier Wände. Seit 7 Jahren bin ich mittlerweile permanent zu Hause. Und sehen Sie gleich, in der Sitzung mit dem Astrologen Daniel Berell muss sich Gernot seiner familiären Vergangenheit stellen. Es gibt definitiv ein Thema mit dem Vater. Und Roswitha Jarz bekommt die Gelegenheit, sich vor ihrem verstorbenen Vater alles von der Seele zu reden. Du hast uns einfach allein lassen, die Mama und mich. Was nicht da. Nach dem erfolgreichen Körperscan möchte sich das Medium Julia Asante Roswithas seelischem Leiden widmen. Als Medium wird ein hellsichtiger Mensch bezeichnet, der unter anderem auch mit der jenseitigen Welt Verbindung aufnehmen kann. Asantes übersinnliche Fähigkeiten, unter anderem die, mit Verstorbenen in Kontakt treten zu können, wurden an der renommierten Columbia University in New York erfolgreich getestet und machen sie zum weltweit einzigen wissenschaftlich geprüften Medium.
Gleich zu Beginn der Sitzung nimmt Julia eine Roswitha sehr vertraute, aber verstorbene Person im Raum wahr. Ich spüre etwas, das kommt. Etwas von einer anderen Dimension. Es ist wahrscheinlich jemand, der tot ist. Ach, er hat Angst, mit dir zu kommunizieren. Ist sicher dein Vater. Du warst immer nicht gut genug. Weil er realisiert jetzt, was er dir getan hat. Zu spät. Ja. Er wollte dir sagen, dass er war in seinen eigenen Eltern, seine eigene Kindheit erfahren war. Was bedeutet, ein Mann zu sein und das alles, was männlich ist. Und er hat immer diesen Druck. Und das, was weiblich ist, ist nicht gut. Was männlich ist, ist gut. Und das, was weiblich ist, soll keine Power haben. Roswitha kann ihren Vater sehr gut in Julias Worten erkennen. Doch dass er tatsächlich Gefühle für sie hatte, kann sie ihm nicht auf Anhieb glauben. Er sagt, dass er hat dich wirklich geliebt. Und dein Gefühl für dich war unglaublich stark. Und das wollte er nicht spüren. Er glaubte, dass wenn er das spürt, dann bist du schwach und er auch. Die schmerzlichen Erfahrungen aus der Kindheit sitzen immer noch tief. Die Wunden konnten nie wirklich heilen. Doch nun hat sie die Möglichkeit, ihrem Kummer Luft zu machen und ihm alles an den Kopf zu werfen, wozu sie früher nie den Mut gehabt hätte. Du hast uns einfach allein lassen, die Mama und mich, was nie da. Wir haben dich immer suchen müssen, dass immer andere Weiber kommt. Du hast immer herumgenagelt an uns. Du hast mich zum Gespött der Kinder gemacht. Du hast mich in den Kindergarten gehen lassen. Du hast nichts mit mir gemacht. Wir haben keine Weihnachten gehabt, wir haben keine Silvester gehabt. Du hast mich nie gedrückt. Nur immer geschimpft. Verzeihen kann ich es vielleicht, aber vergessen will ich es nicht. Roswitha ist immer noch unendlich traurig über die mangelnde Zuneigung ihres Vaters, als sie ein Kind war. Doch darf sie das heute nicht mehr daran hindern, ein erfülltes Leben zu führen, ohne Schuldzuweisungen. Was du jetzt mit deinem Leben tust, ist dein Wahl. Hat nichts mehr mit deinem Vater zu tun. In der Sitzung von der Julia konnte ich erfahren, warum mein Vater so zu mir war, wie es eben der Fall war. Und das ist für mich, es war schmerzhaft, aber es ist auch erleichternd, wenn man weiß, dass er das getan hat, weil er auch irgendwo in seinen Gefühlen gefangen war. Daniel Berell hat sich exklusiv für Meine letzte Chance bereit erklärt, Gernot für eine Sitzung zu Hause zu besuchen. Auch für ihn sind das heute ganz neue Umstände. Es ist heute eine ungewöhnliche Situation, weil normalerweise komme ich nicht zu Klienten nach Hause. In dem Fall geht es nicht anders. Und ich freue mich schon sehr, ich bin selber ein bisschen aufgeregt, weil er hat ein sehr, sehr spannendes und besonderes Horoskop. Um sich schon im Vorhinein auf die Sitzung mit Gernot Resch vorzubereiten, brauchte Daniel Berell den Geburtsort, Datum und die genaue Geburtszeit seines Klienten. Die systemische Astrologie, der sich der Astrologe bedient, sieht immer den Auftrag, den wir gegenüber unserer Familie haben. Fragen wie, was lebe ich für mich oder was lebe ich für meine Ahnen, können mit Hilfe dieser kosmischen Sprache übersetzt werden. Gleich zu Beginn zeigt sich, worauf es bei Gernot in diesem Leben vor allem ankommt. Was bei dir so interessant ist, also dein Hauptthema in deinem Horoskop ist dieses Gefühle zeigen lernen. Das wirklich selber, vor allem auch sich selber, wahrnehmen in seinen Gefühlen. Ich tue mich schwer beim Gefühle zeigen. Mhm. Ja. Und auch, das stimmt. Ja, es ist so, dass bei dir ist in deinem Horoskop als Disposition, dass dein Körper schneller Ausdruck ist. Ja, deiner Seele. Also wenn seelisch was nicht passt oder psychisch, dann übernimmt sofort der Körper. Tatsächlich ist es so, dass Gernots Körper mit Ohnmachtsanfällen reagiert, sobald seine Seele auch nur einen Anflug von Angst verspürt. Verblüffend ist, dass die schwierige Beziehung zu seinen Eltern ebenfalls in den Sternen zu erkennen ist. Vor allem aber zu einem Elternteil. Es gibt
definitiv ein Thema mit dem Vater. Weil du musst dir vorstellen, du hast eine Sonne-Pluto-Verbindung. Und Pluto ist Macht. Sonne ist auch der Vater im Horoskop. Sonne ist aber auch deine Kraft, deine Lebensentfaltung. Und wenn die in irgendeiner Form geschwächt ist, dann ist es so, dass du in die Ohnmacht gehst. Und nicht in die Macht. Weil das gilt es nämlich aufzulösen, das ist dein Auftrag. Dein Saturn steht in dem Bereich, der für Arbeit steht, für auch unter anderem für Geld verdienen, für Leistung. Mhm. Und dort, wo Saturn steht in der Astrologie, das ist das herausfordernde Thema. Also dem Thema sollen wir uns stellen. Es ist schon ein bisschen von der Konditionierung her, von den Eltern nehme ich an, dass du natürlich viel tun musst und nicht vielleicht manchmal genügst, einfach weil du nur bist. Genau. Ja. Ich bin mit diesem Gefühl aufgewachsen, so wie ich bin, passe ich nicht. So wie ich bin, bin ich nicht lebenswert. Ja, ich bin ein Arsch, ich bin der letzte Dreck. Und dass du dir täglich bewusst machst, dass du nichts gut zu machen brauchst. Weil da kommst du auch wieder in die Kraft. Den größten Einschnitt in Gernots bisherigem Leben kann der systemische Astrologe auch deutlich erkennen, weil er lebensverändernd war. Wenn man in die Vergangenheit geht, ja, habe ich bei dir eine sehr, sehr schwierige Zeit zwischen 2002 und 2004. 2003 war die Geschichte mit der psychiatrischen Anstalt. Außerdem erkennt Daniel in Gernots Radix den Ursprung seiner körperlichen Beschwerden. Ich denke, dass diese Ohnmachtsanfälle sehr stark mit dem Vater zu tun haben. Weil da ist irgendwas, ja, wo es um Thema Macht und Ohnmacht geht. Und es im Prinzip würde es bedeuten, dass du in deine eigene Macht kommst. Mhm. Wichtig ist, dass du dich und deinen Weg und dich selber lebst. Ja, dass du dich da nicht abhängig machst. Das ist deine Aufgabe. Der Musiker darf sich aber freuen, denn die Sterne prophezeien ihm aufregende Jahre. Was waren bei dir vor ca. 28 Jahren? Das war, als du ca. 23 Jahre alt warst. Da hast du das letzte Mal gehabt. Da habe ich bei der ERV angefangen. Na bitte. Mit 23. Ja, wirklich? Ja. Habe ich die ERV kennengelernt. Okay. Ja, in der Zeitqualität bist du jetzt wieder. Das heißt, Neubeginn, du kannst wieder in deine Energie und in deine Kraft kommen. Und das kommst du auch. Das Jahr 2018 wird für den Gernot irrsinnig spannend, in positiver Form. Er hat viele gute Veränderungen vor sich. Was er daraus macht, ist natürlich seine eigene Sache. Aber er hat super gute astrologische Dispositionen zur Verfügung, die selten kommen. Und ich freue mich drauf, bin schon gespannt auf sein Feedback. Nachdem der Daniel ja sehr, sehr treffsicher in meiner Vergangenheit herumgekramt hat, ne, bin ich gespannt, ob er genauso treffsicher auch für meine Zukunftsprognosen sein wird. Auf das bin ich echt schon, auf das freue ich mich schon. Bin ich wirklich gespannt. Heißt das etwa, dass Gernot wieder erfolgreich produzieren wird? In der Sitzung mit Julia Assante konnte Roswitha Kontakt zu ihrem verstorbenen Vater aufnehmen, alles Belastende loswerden und ihm endlich ihre Meinung sagen. Besonders interessant wird es, als Julia die Ursachen für Roswithas Schlaflosigkeit ergründet. Schlaflosigkeit ist ein Werkzeug für dich. Wenn du immer müde bist und verwirrt wegen Schlaflosigkeit, dann bist du nicht verantwortlich. Dass die Pensionistin nachts keinen Schlaf findet, rührt auch daher, dass sie nicht verstehen kann, warum ihre Tochter Verena sie einfach aus ihrem Leben verbannt hat, ohne jegliche Gründe zu nennen. Meine Liebe zu ihr ist gebrochen. Okay. Kannst du damit leben? Ich muss damit leben. Kannst du? Nicht musst. Ja? Roswitha ist tief verletzt. Doch viel schmerzhafter als die Trennung von ihrer Tochter ist eine ganz andere. Jetzt hat sie die Möglichkeit, das Medium nach den Gründen zu fragen. Kannst du mir sagen, warum meine Mama sich gegen mich entschieden hat? Sie hasst sich. Was sie gegen dir gemacht hat, das kann sie nicht tragen. Sie vermeidet dich.
sie versucht, das wiederzumachen durch deine Tochter. Aber selbst Hass ist überall bei ihr. Verstehst du? Du musst sie akzeptieren, wie sie sind. Für Roswitha ist das alles sehr schwer zu ertragen. Immer alleine zu sein, verkraftet sie einfach nicht mehr. Aber das soll sich laut Asante bald ändern. Es wird anders, dein Leben. Viel mehr Gesellschaft, viel mehr Interesse, viel mehr Aktivitäten. Und weil das Haus wirklich soll weg. Du sollst das Haus wirklich verkaufen. Es ist für dich nicht gut. Dass die Erinnerungen da sind zu schwarz, schwer. Und du brauchst, ich denke, dass du brauchst keinen großen Raum zu haben. Du brauchst wirklich eine Wohnung. Richtig? Das ist ohnehin ein langersehnter Wunsch. Endlich das große Haus zu verkaufen, das sie vor vielen Jahren eigentlich für ihre Familie gekauft hat. Julie hat mir eine sehr, sehr schöne Zukunft daraus gesagt, die bestückt ist eigentlich mit den Wünschen, die ich auch in das zukünftige Leben habe. Und das ist schon ein sehr, sehr schönes Glücksgefühl. Für die Pensionistin war der erste Tag schon ziemlich aufwühlend. Mit neuen Erkenntnissen und voller Vorfreude auf die kommenden Tage fällt sie heute erschöpft ins Bett. Am nächsten Morgen erstrahlt Hermangar im Sonnenlicht. Ein neuer, aufregender Tag steht unserer Kandidatin bevor. Damit alle kulinarisch versorgt werden können, laufen im Zentrum die Vorbereitungen. Unser Essen ist rein pflanzlich, das heißt vegan, und zu 100% biologisch. Und davon ist der größte Teil aus unserem eigenen Garten, aus 300 Meter Entfernung circa. Und ganz besonders ist auch, dass bei uns jeder mitkochen kann. Also die Gäste wirken ja bei uns mit und können dann einfach von dem jeweiligen Koch, der gerade da ist, auch lernen, wie man vegan vollwertig kocht. Doch eine Therapeutin hat sich anscheinend etwas Unerlaubtes ins Zimmer geschmuggelt. Ja. Wollen. Oh, sie ist schon Drehbeginn? Nein, aber ich habe gehört, da wurde was reingeschmuggelt. Reingeschmuggelt? Mhm. Was denn? Mhm. Das musst du probieren. Das ist die beste Wurst, die es gibt. Du hast Wurst mit? Ja, Wurst mit, aber bitte nicht den Rüdiger sagen. Nee. Ich habe keine Lust auf Stress. Ich kann doch nicht so viele Tage ohne mein Essen sein, ja? Dr. Rüdiger Dahlke sieht das jedoch ganz entspannt. Das ist mir ehrlich gesagt Wurst. Ein Stück Wurst da herin. Auch Eva Maria Morokotti hat sich bereit erklärt, für das außergewöhnliche Projekt Meine letzte Chance eine private Sitzung bei Gernot Resch zu Hause abzuhalten. Die universelle Systemkinesiologie geht davon aus, dass im Unterbewusstsein alles gespeichert ist, was wir und unsere Vorfahren erlebt haben. Wenn traumatische Erlebnisse ans Licht kommen und verarbeitet werden wollen, versuchen sie durch körperliche oder psychische Symptome wie großer Leidensdruck, Aggressionen oder Ängste auf sich aufmerksam zu machen. In der psychokinesiologischen Sitzung will die Therapeutin zuallererst herausfinden, was Gernots Anliegen ist. Ich würde gern wieder rausgehen können. Das heißt, es geht darum, dass du von dieser Wohnung hinausgehen willst. Genau. Der Musiker erzählt von seinen schlimmen Erfahrungen in der psychiatrischen Anstalt und den vielen Medikamenten, die er nicht vertragen hat. Das hatte zur Folge, dass er bis heute den Umkreis von 30 Metern um seine Wohnung nicht überschreiten kann. Ich habe panische Angst, die Wohnung zu verlassen, weil ich immer mit dem Gefühl im Hintergrund auf die Straße gehe, ich könnte es jetzt umhauen. Und dann komme ich wieder zu diesen Ärzten, die mir dann wieder gegen meinen Willen irgendwelche Präparate verabreichen werden. Und dann geht diesen Ausdruck darf man jetzt nicht sagen, der mir auf der Zunge lag, sagen wir Mist, dazu wieder von vorne los. Warum willst du denn umfallen? Ich will nicht umfallen, aber ich fall um. Na, in dir will einer umfallen, das ist klar. Du willst ja nicht umfallen, oder? Ich will nicht umfallen, ne? Im weiteren Verlauf der Sitzung fragt Eva Maria Morokotti alle Krankheiten und Operationen ab.
Als sie ihn nach dem Zustand seiner Zähne fragt, ist sie allerdings etwas überrascht. Hattest du einmal gar einen Blonden? Nein. Nie? Nie. Da waren deine Eltern sehr bewusst. Das glaube ich nicht. Ich war nur noch nie beim Zahnarzt. Du warst noch nie beim Zahnarzt? Nein. Ja, grandios. Da sind alle Zähne intakt. Nein, das schaut schrecklich aus da drin, nur ich komme ja nicht raus. Auch die familiären Beziehungen spielen bei der Bewältigung psychischer Probleme eine wichtige Rolle. Vor allem das Verhältnis zu den eigenen Eltern. Der Vater, wie darf ich ihn mal vorstellen? Ein bisschen kleiner als mich, ein bisschen weniger Haar. Siehst du ihn zeitweise? Wir sehen uns alle 3-4 Jahre mal. Alle 3-4 Jahre? Der Vater, dein Vater steht für die Welt. Darum gehst du auch nicht mehr in die Welt. Was war er vom Beruf? Er war Arzt. Was hast du noch gegen deinen Vater? Was habe ich gegen meinen Vater? Gernot scheint immer noch nicht zu realisieren, dass seine Abneigung gegen Ärzte mit seinem Vater zu tun hat. Er ist sich sicher, dass er nichts gegen ihn hat. Doch der Test mit den Ruten sagt etwas anderes. Unser autonomes Nervensystem ist elektrischer und chemischer Leiter. Ja? Und sogenannte Blockaden entstehen, bis ein Organ krank werden würde, durch einen Stau in der Elektrizität. Wenn dein Gemüt so in Frieden ist, sind die Routen so waagrecht. Ja? Mhm. Und jetzt halte sie so und du sagst dann einmal Vater. Ja. Sag das Wort und denk Vater an ihn. Mhm. Vater. Ja? Das heißt, es ist eine Stressreaktion. Ja? Wobei es gibt Leute, die sagen, nein, ich habe keinen Stress. Ja, wer keinen Stress hat, ist tot. Stress wäre ja mal nur die Reaktion des Körpers auf eine Anforderung, eine adäquate. Allein wenn Gernot das Wort Vater ausspricht, reagiert sein Körper mit negativem Stress. Als nächstes befragt Eva Maria Morokuti ihn zu seinem Verhältnis zur Mutter und testet aus, ob diese unterbewusst auch ein Stressfaktor für ihn ist. Sag einmal Mutter. Mutter. Bitte, hier, Mutter. Mutter. Ja, die löst einen Distress aus, ja? Das ist die Mutter. Ja. Die Mutter steht für das Leben. Wie kannst du ja zum Leben sagen, wenn allein das Wort Mutter in dir diesen Stress auslöst, ja? Diesen Stress, den beide Eltern bei Gernot auslösen, wird Eva Maria Morokuti versuchen zu transformieren. Dabei geht es nicht darum, den Klienten dazu zu bringen, Liebe für die Eltern aufzubringen, sondern deren Ablehnung zu neutralisieren. Das wäre der erste Schritt zum Leben wieder und in die Welt. So viel zum Systemischen. Eine Teilnehmerin aus der letzten Staffel befindet sich auch dieses Jahr wieder in Tamanga. Jedoch in einer anderen Funktion. Irene Schuber. Ihr Leben hat sich seit ihrer Teilnahme bei Meine letzte Chance völlig gewandelt. Depressiv, dem Alkohol verfallen und ohne Ziel vor Augen begab sich die Kabarettistin vor einem Jahr in die Hände der Therapeuten. Nach einer mitreißenden Achterbahnfahrt der Gefühle hat Irene Schuber ihr Leben heute voll im Griff. Nach vielen Therapien konnte sie sogar wieder auf die Bühne zurückkehren. Dieses Jahr möchte sie die Kandidatinnen aufheitern und Ansprechpartnerin sein. So, endlich. So, jetzt geht's zu Iris Diagnostik. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber du warst ja schon, gell? Ja. Im vorigen Jahr verratst du mir ein bisschen was. Hm? Sie macht ein Foto von deinem Auge. Aha. Und da kann sie dann tief in deine Seele blicken. Kann dir Dinge aus deiner Vergangenheit erzählen. Und bei mir war es so, dass ich einfach gewisse Dinge schon verdrängt gehabt habe, die dann noch einmal aufgearbeitet werden können. Und da gibt es ein paar Überraschungen dann. Aber mehr mag ich jetzt nicht verraten. Irene hat Roswitha jetzt richtig neugierig auf die Sitzung mit Rita Fasel gemacht. Die Iris-Diagnostik ist eine zuverlässige Methode zur frühzeitigen Erkennung von Belastungen und Krankheiten. Das ganze Auge, nicht nur die Iris, gibt Auskunft über den Zustand unserer Organe, der Wirbelsäule, des Nervensystems, der Verdauung, aber auch der Gewebeflüssigkeiten und der psychischen Konstitution. Auch Krankheitsdispositionen sind in den Augen sehr verlässlich zu sehen.
Zu Beginn macht Rita Fasel von jedem Auge 5 Bilder. Ich habe es extra zusammengestellt, weil es wirklich außerordentlich ist. Es sind nie Augen gleich, aber ihre sind wirklich sehr speziell und unterschiedlich. Und selbst hier lässt sich über die belasteten Organe ihr größter seelischer Schmerz erkennen. Und wenn ich jetzt diese Farbenwelt, die wirklich sehr selten ist, anschaue in ihrem rechten Auge, zeigt es mir die dunkelste Stelle. Und die dunkelste Stelle ist dieser Bereich hier. Ja. Der steht in der Psychologie für Abgrenzung, für die Umwelt und die ganze Kommunikation. Roswitha ist den Tränen nahe, versucht aber stark zu bleiben. Merken Sie denn, wenn jemand in Ihrer Nähe ist, mit dem Sie sich nicht wohlfühlen, dass Sie fast so wie in eine Starre hineinfallen in Ihrem Körper? Ja, auf alle Fälle, ja. Dass Sie auch nicht richtig atmen? Ich atme nicht richtig, ja. Es wird alles eng, manchmal fangen wir zum Schwitzen an. Ja, es ist wirklich ganz anders, als man sich halt normal bewegt. Laut Rita Fasel spiegelt sich in den Augen sogar die psychische Ursache für ihre Gelenkerkrankung wider. Und was ich auch noch sagen kann, was jetzt so in der Psychosomatik ist für die Arthrose, dass wir die mit dazu nehmen möchten, ist natürlich, fühlt sich ungeliebt im Punkt Hammer leider. Das ist einfach die Psychosomatik, was die Psychosomatik sagt für die Arthrose. Mhm. Ist ein bisschen Kritiksucht. Ich kritisiere gerne. Nein, ja, aber es heißt auch, sie kritisieren auch sich selbst. Natürlich. Und die anderen. Mhm. Das dürfen wir aber auch loslassen. Weil das ist so, das drückt sie nieder. Und das hängt sie gefangen. Vor allem sollte Roswitha aber alte Verhaltensmuster endlich loslassen. Diese Angstringe, sehen Sie diese Ringe? Die gehen richtig da rund. Ja. Und das ist so wie dieses Angespanntsein. Und etwas wäre mir ganz wichtig, dass Sie, die Angst kommt mit einher mit einem zu großen Respekt. Die anderen sind besser, die anderen können das besser, die anderen sind freier oder unter Gesellschaft, nur ich bin nicht frei. Ja. Dass Sie sich auf Augenhöhe fühlen mit den anderen Leuten. Schwierig. Mein Papa hat immer gesagt, bist nichts, kannst nichts, hast die Welt eh nichts. Können wir das ein bisschen umschütteln? Wollen wir die Wut zurückgeben der Person, wo es hingehört? Wollen wir die Sätze, die noch so nachhallen, auch zurücklegen können? Ja. Das kommt aus diesem Drang heraus, zu beweisen, Papa zu beweisen, ja, schau, ich kann. Mhm. Ich bin kein Papa, aber ich kann trotzdem. Der Perfektionismus für mich so eine Art von Erkaufen von Liebe. Es muss nicht alles perfekt sein. Die Therapeutin empfiehlt Roswitha, die über Jahre angestaute Wut, die sich in den Augen abzeichnet, in einer Wutbuchhaltung festzuhalten. Aus einer Gewinn- und Verlustrechnung soll sie dann entscheiden, zu wem es sich weiterhin lohnt, Kontakt zu pflegen und mit wem sie am besten abschließen sollte. Nur so kann sie den Wollknäuel der Wut entwirren und endlich ein beschwingteres Leben führen. Und sehen Sie gleich bei Meine letzte Chance. Für Gernot Resch wird die Sitzung bei Eva-Marie Morokotti zur emotionalen Herausforderung. Bitte jetzt noch die Angst. Auch in Gernots Fall ist das Familienstellen ein wichtiger Weg, um systemische Zusammenhänge in Familien darzustellen und zu verdeutlichen. Dabei kann gezeigt werden, wie Personen im System einer Familie zueinander in Beziehung stehen. Unter Anleitung der erfahrenen Therapeutin Eva-Marie Morokotti wird Gernot jetzt anstelle lebender Personen kleine Figuren aufstellen und jene Ereignisse herausarbeiten, die für ihn in seinem jetzigen Leben bedeutsam sind und negativ auf ihn wirken.
Bitte, wenn du ein Männchen oder Weibchen oder was immer auch als diesen Platz hier, wo du dich anscheinend sicher fühlst, ist es so? Das ist so. Ganz klar, das ist hier. Bitte stell mir jetzt ein weiteres Männchen für die Welt auf, in die du hinausgehen möchtest oder auch nicht. Mhm. Ja, das ist eigentlich okay. Das nehmen. Ganz toll. Ja? Das ist ein Männchen mit einem finsteren Gesicht und da ist das Weiße. Ja, ganz, das ist ganz schön. Dann lässt Eva Maria Morokuti ihn noch sich selbst, seine Mutter und seinen Vater aufstellen. Bitte jetzt noch die Angst. Nachdem nun alle Figuren aufgestellt wurden, kann sich die Therapeutin ein klares Bild von Gernots Innenleben machen. Wenn du es von meiner Seite aus anschauen würdest, ja, würdest du sehen, dass hinter dir die Angst steht und zu deiner Mutter schaut. Und man könnte nämlich diese Figuren sehr wohl vom Köpfchen und den Armen her drehen. Ja? Deine Mutter starrt zu Boden. Es geht hier um eine oder einen Toten. Bitte leg da einen Verstorbenen hin. Ja? Im Gespräch erfährt Eva Maria Morokuti, dass Gernot nach der Scheidung seiner Eltern vom Gericht seinem Vater zugesprochen wurde und die Schwester mit der Mutter mitgehen konnte. Aber bitte schau da mal drauf, ja? Ja. Und jetzt sag zu deiner Mama, das bist du. Das bist du. Mama. Mama. Der da liegt, das bin ich. Ja, da liegt, das bin ich. Du hast mich zurückgelassen. Du hast mich zurückgelassen. Als gäbe es mich nicht mehr. Als gäbe es mich nicht mehr. Voll Angst bin ich bis heute. Voll Angst bin ich bis heute. Sie sitzt mir im Nacken. Sie sitzt mir im Nacken. Ich selbst fall immer in die Finsternis, als würde ich sterben. Ich selbst falle immer in die Finsternis, als würde ich sterben. Es wäre alles aus. Als wäre alles aus. Der Therapeutin wird durch die Figuren klar, was der Grund dafür ist, dass Gernot seit so vielen Jahren seine Wohnung nicht verlassen kann. Mama. Mama. Bis heute vermisse ich dich. Bis heute vermisse ich dich. Und hab's gar nicht wirklich begriffen. Und hab's nicht wirklich begriffen. Wie schön war's bei dir noch im Mutterleib. Ich hab mir einen neuen gebaut. Wie schön war's bei dir im Mutterleib. Ich hab mir einen neuen gebaut. Und den möchte ich nicht verlassen. Und den möchte ich nicht verlassen. Vater. Vater. Du stehst für die Welt. Du stehst für die Welt. Und die ist dunkel. Und die ist dunkel. Und drum gehe ich nicht mehr in die Welt. Und drum gehe ich nicht mehr in die Welt. Seine Situation wurde ihm so deutlich wie nie zuvor dargestellt. Gernot versucht, das Gesagte gefasst aufzunehmen, aber die Emotionen kann er nicht zurückhalten. Ganz offensichtlich erkennt Gernot Resch jetzt, wie sehr seine familiären Verstreckungen ihn davon abhalten, ein glückliches Leben zu führen. Und nächstes Mal bei Meine letzte Chance. Gernot Resch bekommt von der Psychokinesiologin Eva Maria Morokuti einen ungewöhnlichen Auftrag. Bitte Empfehlung, auch die Schulmedizin, Masturbation. Er erfährt finstere Begebenheiten aus seinem Vorleben. Wir haben dich in den Kopf geschossen. In Tamanga kommt es zum emotionalen Höhepunkt. Wird Roswitha die Therapie abbrechen? Bitte aufhören.